Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Plenum TV. Zunächst mit zwei Impressionen. Die neue Umweltministerin Ulrike Scharf fühlt sich wohl an ihrem neuen Arbeitsplatz. Und Justizminister Winfried Bausback zeigt Härte und duldet keine Nazis im Richteramt. Nächstes Thema. Die Flüchtlingsfrage kann nicht in Zentrallagern gelöst werden. Die platzen nämlich aus allen Nähten. Es werden kleine, dezentrale Unterkünfte auch bei Privatanbietern gefordert. Aber wie soll das gehen? Ich halte es für sinnvoll, dass wir erstens die Flüchtlinge, die nicht anerkannt werden, dass man die auch schnell zurückführt und damit entlastet. Wir haben in den Gemeinschaftsunterkünften 10%. Das heißt, 3000 Flüchtlinge sind in Gemeinschaftsunterkünften, obwohl sie da nicht mehr sein müssten. Dass man die dann auch entsprechend da rausbringt, um dann entsprechend auch Hilfe denjenigen zukommen zu lassen, die die Hilfe wirklich auch brauchen. Wir sind ein reiches Land und wir können durchaus Flüchtlinge verkraften, auch deren vernünftige Unterbringung. Die dezentrale Unterbringung hat schon Vorteile. Also ich glaube, Erstaufnahmeeinrichtungen sind sinnvoll am Anfang, bis die Flüchtlinge hier halbwegs angekommen sind, bis die Formalia erledigt sind. Aber dezentrale Unterbringung fördert die Integration, weil es einfach eine verträgliche Größe ist. Die Flüchtlinge kommen in Kontakt zur Bevölkerung, sie kriegen schneller Anschluss und ich glaube, das muss ja auch das Ziel sein. Der Gemeinderat soll alle Bürger vertreten, aber einzelne Gemeinderäte können sich nicht über Verwaltungsvorgänge informieren lassen. Zum Beispiel können sie nicht einfach so in Akten einsehen. Das geht nur, wenn es der Gemeinderat mit Mehrheit beschließt. Politische Minderheiten sind dadurch klar im Nachteil. Eine Lücke im Gemeinderecht, meinen Bayerns Grüne. Ich halte es für sinnvoll, weil ich denke, Stadträte, Gemeinderäte müssen ja, oder auch Bezirksräte müssen ja wissen, worüber sie entscheiden. Und sie sollen alle Informationen, die sie dafür brauchen, auch erhalten können. Es wäre auch eine Ungleichbehandlung, wenn nur jeweils die der Mehrheit angehörenden Räte diese Möglichkeit hätten und die anderen nicht. Und ich denke, das macht durchaus Sinn, dass sie einfach die Akten auch zugänglich bekommen. Ich persönlich sehe da keine Handlungsnotwendigkeit von Seiten des Freistaates Bayern. Denn bisher besteht ja schon für die Gemeinden im Rahmen ihrer Geschäftsordnung die Möglichkeit, ihren Gemeinderatsmitgliedern dieses Einsichtsrecht entsprechend zu gewähren. Die Beschlussempfehlung zum Informationsrecht einzelner Gemeinde-, Kreis- oder Bezirksräte wurde im Plenum übrigens abgelehnt. Und das war's auch schon wieder von Plenum TV. Wir sehen uns in der kommenden Woche wieder mit aktuellen Themen aus dem Bayerischen Landtag. Hier bei TV Thuring Schweinfurt.